21. Dezember. Und auf geht das nächste Türchen. Mal gucken, wohin euch das führt. Ins Treffen führen. Umgangssprachlich nicht allzu verbreitet ist diese Redewendung. Wenn sie benutzt wird, so geschieht dies meist in der gehobenen Sprache. Führt jemand in einem Gespräch, einer Diskussion etwas ins Treffen, dann bringt er ein Argument gegen etwas vor. Das Treffen, das hier Pate gestanden hat, stammt aus der Militärsprache früherer Zeiten und meint ein kleineres Gefecht, im Gegensatz zu einer Schlacht, die aus mehreren solchen einzelnen Treffen bestehen konnte. Wurden also die Soldaten ins Treffen geführt, dann zu dem Zweck, dass sie tatsächlich auf den Feind trafen. Ja, also treffen, trafen. Es ist schon irgendwie witzig, wie einfach eigentlich die deutsche Sprache ist. Ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was davon hier am 21. Dezember. Morgen am 22. Dezember geht es weiter. Bis dahin, alles Gute und tschüss!